Diese ganzen Querdenker, egal ob radikal oder einfach nur Mitläufer, die wollen natürlich ausgestattet werden. Die brauchen Material, die brauchen Transparente, Fackeln, Plakate und so weiter. Und ein ganz großer Gewinner des Jahres 2021 war natürlich auch der Fachhandel. So, ich habe ihn da jetzt einfach mal moderner reingeklebt. Bitteschön. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, ich hätte gern 5 Volksverräterplakate. Ja, sehr gerne. Mit Drosten oder Blanco zum Selbstgestalten? Nee, mit Lauterbach. Mit Lauterbach. Da haben Sie Glück. Habe ich gerade im Angebot mit 3-mal Merkel muss weg. Die ist ja nun auch schon weg. Oh nee, dann doch lieber mit Drosten. Doch lieber den Drosten. Hm. Darf sonst noch was für Sie sein? Ja. Und noch 4-mal Heil Hitler? Das ist Ralf Malchow. Der 51-Jährige führt erfolgreich einen Gemischtwarenladen für Empörungsbedarf. Die Nachfrage ist groß, nicht zuletzt, weil Fackelumzüge wie dieser immer mehr im Trend liegen. Kennen Sie eigentlich schon unsere Lynchmob-Fackel? Beim Spazierengehen im Dunkeln sind Sie nicht mehr so allein, sondern Sie marschieren mit Nazis. Ach, das ist ja toll. Ja, dann nehme ich gleich 10. Also früher habe ich ja nur Empörungsartikel für Pegida verkauft, aber diese Corona-Demos sind ja viel breiter aufgestellt. Da kommen ja Esoteriker, Verschwörungstheoretiker, Antisemiten und Rechtsextreme aller Art. Ich kann mich ja vor Laufkundschaft überhaupt gar nicht retten. Regelmäßig sind Malchows Produkte in den überregionalen Medien zu sehen. Dadurch ist sein Laden mittlerweile in ganz Deutschland bekannt. So, die Dame. Aber hallo. Ja, also in Form, Farbe und Geschmack ist wirklich für jeden was dabei. Wir mit unserem Laden sind wirklich der Trendsetter in der Querdenkerszene. Hat noch jemand Interesse an einem Lügenpresseplakat? Also das ist unser absoluter Klassiker. Das verkauft sich seit 2015 wie geschnitten Brot. Und man kann das super mit diesem T-Shirt kombinieren. Ne, farblich und auch mit der Armbinde, toll. Ach, sagen Sie, ich suche noch was für meine Nichten und Neffen zu Weihnachten. Haben Sie auch was für Kinder? Also da habe ich was ganz Besonderes für Sie. 5 gefälschte Impfpässe zum selber basteln. Also das ist ein Spaß für die ganze Familie. Mittlerweile kommen Malchows Kunden nicht nur aus Ostdeutschland. Um der starken Nachfrage Herr zu werden, musste er expandieren. Ja, Empörung ist einfach der letzte Schrei. Deshalb habe ich mein Geschäft auch erweitert. Wir bieten jetzt auch Seminare an. Und die Impfausweise. Herr Müller, Ihr Fachseminar Atteste fälschen für Dummies fängt in wenigen Minuten in Halle 3 an. Was kostet das? Nur 500 Euro. Und wenn Sie sich jetzt sofort entscheiden, gibt es noch 2-mal Merkel muss weg gratis dazu. Und eine Busreise nach Berlin zur Anti-Corona-Demonstration für den dreifachen Preis. Ist das ein Angebot? Ralf Malchow. Eine Erfolgsgeschichte mitten in der Krise.